Hallo und willkommen zu meinem Video über eine neue Kryptobörse namens Basex, die am 28., also letzten 3 Tagen, online geht. Diese Börse hat einige Besonderheiten. Zum einen hat sie eine eigene Utility Coin, die Basex Coin, BZX. Die wird anfangs für Trading Aktivität ausgegeben. Für je 65 Dollar Trading Volumen erhält man eine BZX. Wenn man 1000 BZX im Wallet hat, dann hat man einen Rabatt von 5% auf die Trading Gebühren bis zu 100%. Also wenn man 20.000 BZX hat, dann zahlt man keine Trading Gebühren mehr. Man kann sie im Offline Wallet haben, um zu staken. Oder wenn man 10.000 hat, kann man auch eine Masternode laufen lassen. Als Besitzer einer Masternode kann man auch Verbesserungsvorschläge einbringen. Diejenigen, die nur ein Offline-Wallet haben, in Anführungszeichen, ohne Masternode, können damit abstimmen. Wer mehr als 20.000 BZX im Wallet behält, auf BASX, der wird an den Trading-Einnahmen der Plattform beteiligt. Hier jetzt noch nicht ersichtlich, das ist neuerdings dazugekommen, ist noch das sogenannte globale Orderbook. Dabei handelt es sich um eine API-Verknüpfung mit anderen Börsen, um auch hohe Trading-Volumina bedienen zu können. Da hierfür nötig ist, dass BASX auf anderen Börsen Geld liegen hat, wird damit auch gleich Arbitrage-Trading betrieben. Die Einnahmen davon werden auch nochmal in Abhängigkeit des Trading-Volumens auf der Plattform an die User verteilt. Wer also aktiv auf BASX handelt, Kryptowährung, der erhält regelmäßig Einnahmen. Wer 20.000 BZX besitzt, erhält auch regelmäßig Einnahmen. So. Hier sehen wir eine Vorschau. Das ist die Beta-Version der Plattform, die am 28. online geht. Momentan ist es hier noch alles Pre-Launch mit Partnerprogramm für Coin-Developer. API kann man an der Competition teilnehmen. Unter Bounties findet man noch Möglichkeiten, um kostenlos, also um ohne das zu kaufen, BZX zu verdienen. Und wenn man hier auf Dashboard geht und mal eingeloggt ist natürlich, dann kann man hier BZX erwerben. Hier kann man Masternodes kaufen, die dann für einen betrieben werden, seine Freunde einladen und unter Earn Reward findet man auch eine Menge Sachen, die man machen kann, um Geld zu verdienen. Hier. Unter Withdraw kann man sich das Geld schon mal überweisen lassen auf seinen Offline-Wallet. Wie gesagt, am 28. wird die Plattform durch die hier ersetzt. Hier hat man dann das Wallet. Man erhält die Dividenden zur Hälfte in den gehandelten Währungen. Wenn also viel Bitcoin gehandelt wird, dann bekomme ich auch viel Bitcoin als Dividenden gezahlt. Und hier stehen einem die Charts von TradingView zur Verfügung. Die kann man auch groß machen. Ich habe hier jetzt keine Chart, wo ich viel zeigen kann. Aber man findet hier auch alles mögliche an Indikatoren und so weiter. Erwähnenswert ist noch, dass man bis zum 28. beim Erwerb von BZX einen lebenslangen Bonus bekommt. Man wird, solange BASX existiert, an den Staking-Einnahmen von BASX beteiligt. Das sind momentan wurden zum Beispiel fast 2 Millionen BZX erworben. Insgesamt wurden etwas über 4 Millionen BZX als Bonus verteilt bereits. Es lohnt sich also, wenn man investieren will, jetzt zu investieren und nicht erst in ein paar Tagen. Das ist keine Empfehlung zur Investition. Ich habe hier investiert. Letzten Endes gibt es natürlich keine Garantie, dass es ein Erfolg wird. Ich bin aber bereits 30.000 Anmeldungen recht zuversichtlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mehr Informationen finden Sie unten in der Beschreibung des Videos. Dort finden Sie auch einen Link zur Anmeldung und zu einem Forenbeitrag von mir diesbezüglich. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über das Teilen und Liken. Und in den nächsten Wochen werden Sie Videos zur Handelsstrategien und zur Nutzung von BASX hier finden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.